Kommen wir zu Heraklit. Gut, kein Problem. Wirklich? Herakles, Göttersohn, Bezwinger der Hydra, wurde von König Eurystheus gezwungen, 12 Arbeiten auszuführen, für jedes Sternzeichen eine. Tötete beispielsweise die Amazonenkönigin Hippolyte. Und das, obwohl sie ihm ihren Kampfgürtel freiwillig übergab. Antifeministischer Mythos, kannst du alles bei Bornemanns Das Patriarchat nachlesen. Einspruch. Verdammter Patriarch. Darf ich? Chauvinist du. Darf ich auch? Was denn jetzt Darf noch? ich auch mal was sagen? Aber nur kurz. Danke. Keine Ursache. Also, der Heraklit, um den es hier geht, und nicht Herakles, er war ein Philosoph. Er hatte zu vielem anderen auch Feuer. Bei ihm ist alles in ständiger Veränderung. Ständige Veränderung, das wäre nichts für mich. Ich brauche immer was, was auch hält und so bleibt, wie es ist. Meine Eltern zum Och, Beispiel. müssen wir jetzt wirklich wieder über deine Eltern reden? Vor 20 Jahren, da sahen sie auch jünger aus. Nichts bleibt, wie es ist. Eben der Fluss der Zeit. Schön, dass du nicht gesagt hast, der Zahn der Zeit. Nicht wahr? Vom Zeitfluss hat auch der Heraklit gesprochen. Herkules, meinst du? Hörst du eigentlich zu? Herkules meinte ich sicherlich nicht. Meinst du nicht? Richtiges Bewusstsein ist die größte Tugend und Weisheit, bedeutet, Wahres zu sagen und zu handeln nach der Natur, auf sie zu hören. Klingt irgendwie fast klug. Ist Heraklit. Hat er wahrscheinlich bei seiner Frau aufgeschnappt.